Funktioniert nicht. Nein, Lache, nein, nein, nein. Machst du. Ah. Verbündete. Ja, so kann man das, so ist einfach, ne, reinzukommen. Wenn vorher Lara durchgeht und alles wegmacht. Lara, Croft und Co., wir machen den Weg frei, ne? Ihr braucht euch da nicht so gut umzugucken. Da sind keine mehr. Na, ah, sind doch noch ein paar da. Komm, neue. Otto, bring ihn weg von hier! Ja, gut, da sind neue gekommen, haben die jetzt öfter mal gefangen. Super. Angeschossen ist er auch. Wobei, ich glaube, viel getan hat ihr das nicht. Gut, sie haben ihn befreit, aber sie haben Onuratu. Oh nein. Bist du okay? Ja. Ich hol die Schatulle. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Tu, was du tun musst. Danke. Ich hol die Schatulle. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Tun, was du tun musst. Oh, wir kommen wieder nach draußen. Und hier ist wieder hübsche Landschaft. Ah, guck mal. Was ist das? Nee, nee. Wir gucken jetzt erstmal. Ah, guck mal, Vögel. Und guck mal da. Das kommt mir bekannt vor aus einem anderen Tomb Raider Teil. Weiß nicht. Anniversary, Legends, Underworld. Einer von den drei Teilen, da gab es auch eine allerdings anders aussehende ich nenne es mal Kammer mit sowas ähnlichem in der Mitte. Da war aber kein Wasser drumherum oder irgendwas, ne? Das war irgendwie so eine wie so eine rechteckige Arena. Oder so. Also ein Bauwerk und in der Mitte dieses Bauwerks unten drin war da sowas ähnliches wie das hier. Sieht hier aber echt schöner aus. Ah, komm mal nochmal ein bisschen drauf zoomen. Warte mal, da haben wir doch hier auch nochmal extra Zoom. Genug gezoomt. Hä? LOL. Jonah. Wie geht's Ansley? Ach so. Sie haben ihn befreit, aber sie haben Onuratu. Oh nein. Bist du okay? Ja. Ich hol die Schatulle. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Tu, was du tun musst. Danke. Ja, wir tun, was wir tun müssen. Was ist das? Und hier gibt's nochmal. Hui! Oh, jetzt hat. Irgendwie wollte sie gerade echt nicht. Die wollte echt nicht da sich festhalten. Also, ich glaube ja echt, ich würde mich nicht trauen, darum zu klettern. Falls nicht so ungesichert und so. Nee.
Wirklich nicht. Also das hier in den Kletterwänden ist wieder was anderes, würde ich ja mal fast sagen. Aber ich meine, sonst so springen, keine Ahnung. Ich glaube, das würde ich nicht schaffen. Unmöglich. Ich kann auch nicht wenn auch wenn ich selber ja gerne auch mal irgendwo Mauern oder so hochklettere, aber oh, la die Fee. Ja, ich glaube, hier vergesse ich als selbst zu springen. Ja, habe ich gerade noch dran gedacht, dass ich hier wahrscheinlich selbst springen muss. Also den Absprung selbst machen muss. Sieht aus, als wäre es der einzige Weg, okay. Runter oder rauf oder wie oder was? Hä? Ich nicht verstehen. Da komme ich nicht rauf. Da komme ich auch nicht rauf. Das Wasser würde mich runterspülen. Probieren wir es mit da unten. Hä? Hier? Also doch nach unten. War jetzt irgendwie die einzige logische Konsequenz. Ging sonst nichts mehr. Und schön wieder Sachen aufgesammelt. Vielleicht sollten wir doch ein bisschen schneller schwimmen. Ja. Sieht aus, als hätten wir da ein bisschen Weg vor uns. Da sind wieder irgendwelche Viecher. Ach, das sind Vögel. Ich dachte, da ging es unter Wasser noch weiter. Nein, Vögel und einen Frosch. Komm, den können wir doch... Können wir den nicht pflücken? Ich dachte, wir könnten den pflücken hier. Erstmal einen Frosch töten. Wenn wir es können. Weil ich ihn nicht pflücken kann. So. Muss er drunter leiden. Ja. Armer Frosch. Tut mir jetzt fast schon wieder leid um den Frosch. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Als ob, ich habe doch vorhin so viel. Wahrscheinlich schon in diesem einen Ding habe ich Federn gekriegt. Kann gut sein. Wo sind wir denn hier eigentlich? Mal wieder ganz woanders. Tempelkaserne. Bergtempel. Das waren jetzt zwei unterschiedliche Sachen. Habe ich das Lager überhaupt benutzt? Habe ich das überhaupt gesehen? Okay. Da will ich wohl... Nee, da war ich eben. Aber ich muss... Muss ich da noch oben drauf? Ist wohl noch ein Stückchen. Schauen wir erstmal, wo es hingeht, was hier so da ist. Unten scheint ein Tempel zu sein. Okay. Dann schauen wir uns wohl doch eher da unten diesen Tempel an. Boah, sieht auch nice aus. Einfach nice. Einfach mal kurz wirken lassen. Sich anders hinsetzen und... Oh, da die Landschaft. Da drüben komme ich rein. Probieren wir es mal. Mal rutschen mal mit Blick auf Lara. Hier so. Hui. Und ganz knapp an der Kante stehen bleiben. Frage mich, ob das jetzt deswegen passiert ist, weil ich in die andere Richtung geguckt habe. Oder ob das so sein sollte. Ach hier, den können wir pflücken. Haha. Hoffentlich ist Onoratu okay. Was wird Dominguez mit ihr machen? Hoffentlich lässt er sie leben, solange er die Schatulle braucht. Ja, atme schön durch. Ist sie okay.
Ja, hoffentlich. Wir werden sehen. Das da kostet. Ja, aber ich möchte das da haben. Teilweise sehen die Fähigkeiten so aus, als wären sie nicht unbedingt das, was man wirklich braucht. Kopftreffer ziehen, Unterstützung. Vielleicht können sie doch mal gebrauchen, zwischendurch. nee, das hier. Mehr Luft unter Wasser. Das will ich als nächstes leveln. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier so finden. Ein 29. Tagebuch. November 1603. Lopez fragte mich beim Abendessen, ob diese Heiden meiner Meinung nach der vermeintlichen Macht des Artefakts würdig seien. Ich musste zugeben, dass die Paitizianer zwar einen aufrechten, strebsamen Eindruck machen, angesichts ihrer über kräftige Muskeln gespannten, straffen Haut und ihres Mangels an Schamgefühl, aber doch eher Tieren gleichen. Und was ist mit den Oberhäuptern unserer Gesellschaft? Fragte er weiter. Sollten sie einfach mit ihren parfümierten, beringten Fingern wedeln können und erwarten, dass wir gehorchen? Dass wir zurückkehren und uns neben sie setzen, wenn sie uns rufen? Behandeln sie uns nicht auch wie minderwertige Wesen, wie Tiere? Darauf hatte ich keine Antwort. Was er gesagt hatte, war Ketzerei und Verrat. Und doch fragte ich mich, ob es nicht in gewisser Weise die Wahrheit war. Ja, doch. In gewisser Weise würde ich tatsächlich zustimmen, ja. Aber es soll doch auch herrschende Leute geben, die aus die ihre Macht nicht missbrauchen. Beziehungsweise, man kann ja auch erstmal hingehen und immer erst das Von Gute wem sehen. sind die? Es gut, zwar, oder ich sehe eher so. Weder Maya noch Inka. Oh, was ganz Neues ist wieder. Eine Mischform vielleicht? Also ich sehe das ja eher so, immer das Gute sehen, aber mit einer gesunden Portion Misstrauen. Dafür habe ich nicht genug Platz. Alles Hey, hab voll. nicht genug Platz, Kann ich alles mehr voll. tragen? Alles voll, ja, ich drehe mich schon wieder in die andere Richtung um. Es ist hoch. Aber es geht. Das ist nicht einfach nur Dafür habe ich hoch. nicht genug Platz. Das ist verdammt hoch. Und du willst mir nicht weismachen, dass du von hier aus sehen kannst, dass da unten tief genug ist. Ich würde mal fast sagen, bei dieser Höhe ist das Okay. eigentlich eh egal. Ich komme. Hui! Hier kein Kopfsprung. Also ich würde sagen, du hättest tiefer eintauchen müssen bei der Geschichte. Also Lara hätte da tief eintauchen müssen. Aber okay, da unten sind wieder böse Fische. Böse Fischis und lauter Sachen, die man einsammeln können. Und ein Fähigkeitspunkt, dann kann ich mir erst das andere holen. Oh, das ist eine Truhe, die so aufgeht. Ja. Hello. Versunkener Schatz unter Wasserdruhen öffnen. Ja, nice. Dann machen wir mal gleich damit weiter. Dann erstmal Luft schnappen. Und wieder runter. Und da unten ist noch mehr. Komm. Schnell, bevor die Fische kommen. Überlebensversteck 1. Ein weiteres Beispiel für Schmuckkiste. die Sinnkrise verschiedener Glaubensrichtungen. Die Person am Kreuz ist nicht Jesus Christus, sondern Kukul Khan. Ich schätze, man könnte eine Parallele zwischen ihnen ziehen. Vielleicht. Ja. Zumindest so, wie er da dargestellt ist, hat man schon mal eine Parallele. Aber vielleicht gibt es da tatsächlich auch eine Bedeutung. Eine Parallele in der Bedeutung. So. Eine Bedeutungsparallele, vielleicht könnte man es so ausdrücken. Eine Bedeutungsparallele. Eine weitere Truhe. Und komm, geh auf, geh auf, geh auf, komm. Ah, la, 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 la.
diesen Kräuter. Hier ist eine Truhe. Na, die machen wir noch auf, bevor wir auftauchen. Hui. Also erstmal gründlich Luft holen. Und ich habe gar nicht untertauchen gedrückt, aber wahrscheinlich, weil ich die ganze Zeit nach unten gucke, tauche ich automatisch unter. Oh, tatsächlich, wenn ich Blickrichtung ganz nach unten setze, tauche ich automatisch unter. Wie ist das, wenn ich jetzt komplett auftauche? Lassen Sie mich in Ruhe? Nein, lassen Sie mich nicht. Okay. Ja gut, ich verstehe es jetzt nicht so ganz mit diesen kleinen Fischchen. Das sind in meinen Augen harmlose kleine Fische. Können eigentlich gar nicht so gefährlich werden. Aber okay. Ich weiß jetzt nicht, was es sein soll, wenn es jetzt tatsächlich Piranhas sein sollen. Nee. Wirklich nicht. Ich glaube da auf jeden Fall schon anderes gehört oder gelesen zu haben, dass Piranhas absolut nicht gefährlich sind. Und vor allem nicht auf einen losgehen. Aber sicher sein kann ich mir dann natürlich auch nicht. Von daher nehmen wir das einfach erstmal so hin. Vielleicht gucke ich einfach mal, dass das nächste Mal nicht mich von den Fischen fressen lasse. Ich finde es jetzt echt interessant, dass diese Forschertasche hier tatsächlich mal eine andere Form hatte. Bisher sahen die ja immer gleich aus. Die einfach mal eine andere Form. Eine andere Tasche, nice. Gefällt mir, so ein kleines Detail. Alles voll. Ich kann das einem tragen. Zwar erstmal auffallen muss, aber das da ist. Oh, was haben wir hier? Würde ich sagen, gucken wir mal. Aus Respekt. Solche Dinger gab es schon mal in dem Tomb Raider von 2013. Da gab es auch so Dinge, die man runterziehen musste mit dem Seilpfeil. Aber vorher musste man dann noch irgendeine eine schützende Schicht abbrennen. Ja gut, ich würde sagen, gehen wir mal hier hin. Ich glaube, da war auch noch ein bisschen was. Hier dürfte... Ist das hier? Hier muss ich weiter. Dann gucken wir mal, dass wir hier vorhin raus noch alles klar machen. Ah, ich finde das nice. Mit dieser Funktion, die ich jetzt entdeckt habe, dass man einfach nur nach komplett nach unten gucken muss. Und taucht dann. Da brauche ich nämlich nicht noch eine extra Taste zu drücken, sondern einfach nur mal kurz die Blickrichtung ganz nach unten setzen. Und schwupps. Ja, warte mal, da gehen wir gleich hin. Guck ich mal. Hier war ich überall schon, ja. Mal gucken, müsste doch theoretisch noch ein paar mehr von diesen Dingern geben. Ich habe da gerade eins runtergerissen. Ich muss sagen, es sah zwar recht groß aus. Es ist einfach nur eine Archivarkarte dahinter. Okay. Aber immerhin. Gut, hier draußen zeigt es tatsächlich nichts mehr an.
Dann würde ich sagen, ab nach drinnen. Und mal gucken. Das nächste Lager. Da kann ich dann meine Fähigkeit dann aktivieren, die ich unbedingt aktivieren wollte. Überall sind Papageien. Grüne Papageien. Ja, Hallöchen. Na? Oh, wir dürfen gleich wieder tauchen. Na, dann tief Luft holen und... Oh, warte mal. Ich bin ja gar nicht unter Wasser. Das ist ja nur Lara. Ein Unterwasserschatz. Und da ist noch mehr Unterwasserschatz. Den müssen wir von der anderen Seite erkunden. Was? Oh, fuck. Komm, du schaffst das noch, oder? Kratz. So. Das ist die Stelle hier von der anderen Seite. Glaube ich jedenfalls. Ich glaube echt, ich habe bald wieder genug. Genug Materialien hier so, dass ich sie verkaufen kann, ne? Bin ich hier? Hier habe ich das Gefühl, ich bin hier wieder ganz woanders. Oh, die Fee, das hat hier wieder gefühlt. Abzweigung. Warte mal, das dürfte jetzt tatsächlich die Stelle sein, wo ich herkam. Ja, gut. Dann bin ich hier richtig. Oh, ein Schmuckkästchen! Die detaillierten Gravuren auf diesem Helm und sein ungewöhnlich guter Zustand könnten bedeuten, dass er eher zur Zierde als zum Schutz im Kampf getragen wurde. Ja, das sieht auch irgendwie aus, als wäre er aus Silber. Das ist normalerweise... Edelmetalle sind... Normalerweise nicht für den Kampf. Dann eher zur Zierde, ja. Ja. Lederriemen haben wir auch. Vielleicht wollte Lopez damit seine eigene Wichtigkeit signalisieren. Vielleicht. Vielleicht wollte er das. Oh, wir haben hier einmal eine Oberfläche. Sie brachten ein heiliges Objekt zu dem Tempel. Die Schatulle von X-Chell. Was war das? Da ist jemand vorbeigerannt. Aber irgendwie sieht man da nichts, wo jemand vorbeirennen könnte. Lol. Okay, aber diesen Ort hätte man nicht unbedingt erkunden müssen hier. Luftblasen, ja. Bin ja gerade erst eingetaucht. Oh, holla, die Fee. Ja gut. Irgendwie ist mir da das Spiel jetzt tatsächlich mal einfach so ausgegangen. Warum auch immer. Aber dann würde ich sagen... Bis zur nächsten Folge. Macht's gut und vielen Dank fürs Zuschauen.